Hallo meine Freunde, na, wie geht's? Oh, guck mal im Hintergrund, na, wo bin ich denn hier? Ich bin in Japan-Oita, also Beppo-Oita. Und look at this place. Hier ist schon mal der Strand, ja. Ich habe ja gehört, Moment, heute am Mittwoch ist es am Schneien, ich muss in Kaiserslautern und so, ne? Grüße gehen raus nach Kaiserslautern. Ich war in Chile bei 20 Grad am Strand am Mittwoch, freier Tag. Hier ist ja, der Hafen, Beppu Bay, wunderschön. Da ist Monkey Mountain, da ist der Beppu Tower. Und hier in dem Gebäude wohne ich. Und darum soll es heute gehen, das werde ich euch zeigen. Und dann gehen wir einfach mal rein. So, hier sind wir am Hintereingang des Gebäudes. Hier ist auch ne, der Parkplatz für Fahrräder und sag mal für die Leute, die auch mal arbeiten müssen, so die armen Security-Leute. Hier in dem Gebäude, das ist so die, da ist die like, Conference Hall. So, um hier reinzukommen. Ich hoffe, da ist jetzt keiner. Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier filmen darf. Ich mache einfach mal. Da brauchen wir erstmal eine Karte. Dann geht's hier auf. Und da sind wir auch schon am Hintereingang direkt bei den Aufzügen. Den nehmen wir uns direkt mal und fahren in die zweite Etage. Da ist nämlich öffentliche Räume, wa? In dem ist ja gar kein Spiegel. Ups. So, jetzt sind wir hier. Da haben wir auch schon ein paar Kollegen. Ne? Hier, da hat man dann auch ein paar Räume, wo ich noch nie war. Ich will jetzt hier keinen stören. Hier sind die Raucher und hier kann man sich so was zu trinken kaufen. Jo. Ich gehe jetzt einfach mal da hinten rum, weil ich noch nie war. Ah, hier, der Innenhof. Interessant. Okay. Lalalala. Ah, cool. Hier ist nämlich der Haupteingang. Habe ich auch noch nie gesehen. Ah, hier sind die Treppen. Falls meine Mutter vorbeikommen sollte, kann die die ja nehmen. So, ich wohne hier auf dem sechsten Floor. Ne? Sechsten Floor. Hallo. Und hier ist die Lounge, aber die ist immer zu, weil die Leute vor uns immer Scheiße gebaut haben, irgendwie da getrunken haben und deswegen darf da keiner mehr hin. Ist auf jeden Fall die wunderschöne Aussicht, die ich ja von euch da unten schon gezeigt habe. Jo, aber da sehen wir noch mal mehr auf meinem Balkon. Und da gehen wir jetzt mal hin. Naja, hier, da. Ah, da ist mein Koffer drin und so. Ah, Licht hätte es mal früher angehen können. Schwein. Nochmal ein Blick nach unten. Ah, nichts für schwache Nerven mit Höhenangst. So. Ich habe die Nummer 611. Das ist mein Apartment. Aber ich gehe erstmal weiter. Mein Apartment ist natürlich das Highlight. Hier, ne? Licht. Waschmaschine. Trockner. Und immer 100 Yen bezahlen. So. Sind wir auch schon in der Küche angekommen. Hier, weil die Lounge ja zu ist, treffen sich die meisten Leute halt hier. Ich sag mal, hier ist auch mein Ding. Habe ich noch nie benutzt. Also ich bin ein passiver Küchennutzer, indem ich, wenn andere Leute in die Gruppe schreiben, hey, wir kochen was, kommt vorbei, komme ich vorbei. So, jetzt haben wir mal den Ausblick aus der anderen Richtung. Ich versuche mal hier, so, das ist quasi so der Raum. So, und hier ist eine Grundschule und diese Blagen, die spielen, glaube ich, jeden Tag Baseball. Die haben wirklich nichts Besseres zu tun. Und auch am Wochenende schreien sie dann um 8 Uhr oder irgendwas mit dem Schlachtruf, keine Ahnung. Und ja, hier ist nochmal so ein schöner Ausblick auf
Uita? Ach, guck mal, da oben. Vielleicht mal sehen, wie krass der Zoom ist. Da ist nämlich APU. Hat man jetzt einen schönen Ausblick. Ja, guck mal, da sieht man sogar die Türme. Ist das nicht geil? Boah, diese Kamera. Traum. Ja, da ist APU. Da habe ich auch schon mal die Campus Tour gefilmt. Da kommt auf jeden Fall auch noch ein Video. So, jetzt aber wieder zurück nach Beppu. Ja, sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Und jetzt, ja, jeder hat halt, also es gibt halt Räume, die haben einen schönen Seeblick und ich habe leider den Stadtblick, weil, also das sieht zwar auch cool aus, aber ist halt scheiße, was die Geräusche angeht, vor allem mit diesen Blagen und die Autos und alles. So, diese Schlüssel brauche ich, um diese Tür zu öffnen. So. Wollt ihr das sehen? Ich habe extra aufgeräumt, so halbwegs. So, da kommen wir auch rein. Ich glaube, ich drehe das mal. Ja, so ist besser. Ja, da kommen wir halt hier rein. Da sollte man jetzt hier in diesem Bereich, sollte man seine Schuhe ausziehen. Ja, mache ich jetzt mal nicht, mache ich sonst auch nie. Aber andere immer so, oh mein Gott, das kannst du doch nicht machen. So, also hier haben wir schon mal den Kühlschrank. Der ist gefüllt mit, was haben wir denn da hier? Die haben auch noch keinen Deckel erfunden, diese Spackos. Also immer so, ja, Bier wichtig, ne, Milch, Sandwiches. Cola, ja, Kakao, hier Sojasauce, hier ist quasi der Schrank. Hier schön aufgehangen. Ne? Ist nur blöd, dass meine T-Shirts länger sind als. Ich weiß nicht, wer das geplant hat, egal. Ja, da oben, das ist schmutzige Wäsche. Ja, hier ist dann so weiter der Schrank, die Switch. Ja, der Schreibtisch, der ist, also ja, der ist schon aufgeräumt. Ja, da habe ich mir schon, ne, der sah heute Morgen noch ganz anders aus, ja. So, dann halt hier oben so, ein gewisses Zeugs, ne, was man so braucht zum Überleben. So, hier, Bett, also da hängen die Jacken, Bett. So, hier, das ist eine ganze Konstruktion. Die brauche ich nämlich, damit das funktioniert, weil wenn ich das hier nicht habe, dann fällt das runter und dann kriegt das keinen Strom. Ja, hier Waschine, ne, so Zeugs. Ne, Wasser. Immer schön Leitungswasser trinken. So, hier halt Bett, ne? Und ja, dann haben wir halt noch hier das Bad. Machen wir mal Licht an. Dann machen wir nicht Licht an, weil ich den Schlüssel nicht drin habe. Ah, hier ist es wie im Hotel. Hier Nutella, geil. Moment. Schlüssel. Ja. Und Licht an. So, da haben wir nämlich hier Toilette. Natürlich, ja, guck mal, wir Zeugs. Ganze Gedöns. Ja, und hier, das ist auch schon alles. Hallo. Ja, hier macht man halt, ne? Dusche. Sink. Ich habe vergessen, wie das heißt. Ich weiß, Sink. Waschbecken. Ja, genau, Waschbecken. Ach du Scheiße. Ja, hier, die Lampe, das ist so bescheuert, ne? Hat man halt hier, muss man halt immer so machen. Wenn man den Schalter umlegt, dann geht das auch, aber jetzt ist er eh nicht. Da gibt es halt drei Stufen: richtig hell, so halb hell und fast gar nichts. Ja, ist okay, wa? Hier, ne? Der ist wichtig, weil jetzt, wenn es zu so wärmer wird. Ja, hier halt noch so Gedöns, dass ich jetzt nicht mehr brauche, so die Winterdecke, sage ich mal. So, jetzt öffnen wir mal den Balkon. Ups. Ja. Geben wir nochmal so einen Blick von hier, von der Bude. Boah, der Schatten. So, und hier dann drehe ich mal wieder. Hier sieht man einen Onsen, also Hot Spring, also ne, heiße Quellen. Ja, das ist halt mein View. Ziemlich nice auf jeden Fall. Ja, Sonne ist jetzt schon etwas low. Gegenlicht ist immer schlecht, aber habt ihr auf jeden Fall mal gesehen. Ja, hier die Stange braucht man so für Wäsche und so, ne, die man gerade gewaschen hat, wenn man nicht alles in den Trockner schmeißen will. Ja, auf jeden Fall, das ist soweit. Die Bude. Ah, dann zeig. Ach doch, komm, ich gehe nochmal runter und beende dieses Video beim Haupteingang. Dann sehen wir uns direkt unten.
Büro, dann wir auch im First Floor. Ne? Also hier ist halt, ihr kommt halt nur an und geht hoch und wenn, dann geht man mal in den Conference Raum. Aber wenn man seine Pakete abholen will, ja, hier ist überall Vending Machines. Hier ist Conference Room. Ne? Da drin. Sehr auf. Moment, ich wette nicht. Abgeschlossen natürlich. Ist immer alles abgeschlossen. Überall kann man hier am Automaten was zu trinken kaufen. Naja, ist okay. So, hier ist dann, sag mal, Student Office. Ne? Da holt man halt Pakete ab oder gibt seinen Müll ab. Wir sind auch hier schon draußen. APU steht da natürlich. So, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu windig. Ich habe ja beim Tauchvideo habe ich ja ein bisschen verkackt mit dem Wind, deswegen halte ich das jetzt ganz hier nah dran. Und ja, hier gehe ich halt zum Bus dann später, aber das zeige ich euch dann mal in einem anderen Video, wenn ich euch Map zeige. Hier auf jeden Fall APU Plaza Rita. In dem Ding, in dem Klotz hole ich. Übrigens sollte auch den stärksten Erdbeben, die es so gibt, standhalten. Zumindest haben sie uns das gesagt. Ich hoffe, das stimmt auch. Und ich sag mal, im sechsten Stock, sollte man im sechsten Stock, selbst wenn ein Taifun kommen sollte, der folgt ja meistens auf ein Erdbeben, sollte ich sicher sein. So, IPU-Klasse. Das war auf jeden Fall das Video. Ich würde dann sagen, bis demnächst und tschüss.